Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs oder Watch Underline Dogs. So, letztes Mal waren wir stehen geblieben bei diesen Polizisten. Jetzt machen wir dort weiter. Herr Leins, um das Waffen dort zu öffnen. Was? Um. Okay. Köder. Eins benutzen, um eins auszuwählen. Drei. Lassen Sie los, um das Wasser nur schließen. Halten Sie R1 gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. So. Lassen Sie R1 los, um zu werfen. Halten Sie, um den geworfenen Köder zu hacken. Okay. Schluck den Köder. So. Ach, Mann. Das wäre so schön gewesen. Aber habe die falsche Taste gedrückt. Ich will eigentlich immer Dreieck drücken, aber ja, jetzt bin ich hier. Ah, verstanden. Diesmal wird es einfacher. Ja, jetzt weiß ich, wie alles geht. Jetzt nehme ich den Köder. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Drücke R1. Ja, Waffenrad ist herstellen, Köder hergestellt, R1 drücken, Köder gedrückt halten, dorthin werfen, anlocken. Schluck den Köder. Ecke. Ein Meter erreicht. Hey, Sie, Sir. Das ja, ist kommen Sie Scheiße, her. Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. So. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen Mann, kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? So. Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, womit yo, denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib ihnen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Hey, filmt ihr das auch alle? Ich will diese Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Ein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey Mann, ich frage mich, wie soll man da durchkommen? Dort sind viele Menschen, Polizisten und mehr. Und ich darf mich nicht einfach einschleichen. Jetzt erreichen sie die obere Etage. Das habe ich schon gemacht. Kann es nicht dort speichern? Und das dauert so lange. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So. Okay. Schluck den Köder. So, erreicht. Hey Sie, Sir. Das ja, kommen Sie her. Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Ich lasse die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient so. Das.
geschafft. Ben, die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abwickeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten rausfinden. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht frei. Also, so wird demnächst degradiert. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen. Der hat den Sicherheitscode nicht. Ein Spielabbruch? Das wird hart. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Sag ihm, er soll mich zurückrufen. Was muss ich hacken? Ich muss etwas hacken. Ich weiß einfach noch nicht was. Ah. Nein, um das Waffenrad zu öffnen. Um den Blitz auszuwählen. Nein, um das Waffenrad zu schließen, Blackout. Wir haben also noch genug Zeit. Wo bist du, John? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... At a playoff game? That's terrorist. No way, the power's out everywhere. Right now. Leute, da ist gerade ein Haufen Cops vorbeigerast. Wir checken ein paar Nebenstraßen. Verdächtiger entkommt. Nicht schon wieder. Thank you.
Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Zentrale, der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ach nee. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Komm schon. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. So viele Minuten keine Stimme. Tut mir leid. Dann wird er sich schon rühren. Nein, oder? Sorry. Ich rede hier vor mich hin und dann passiert sowas. Wie ihr gehört habt, das war mein Alarm. Ach nee. Habe ich gerade erst gemerkt. Ihr werdet das wohl schon am Titel erkannt haben, dass das passiert, also. Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe! Bewegung! Wir fahren noch schnell dorthin. So, wir haben noch ganze 2 Minuten. Ach, wie scheiße. Ach. Warum heißt es nicht sprengen? Ich habe meine Gründe. Ich habe so viele Witze gebracht. Kommt schon, das wäre die beste Folge geworden. Also die, wenn schon die lustigste. Vorsicht, er hat eine Waffe! Hab ich nicht. Wir gehen noch in unser Appartement. Wie ich es so gerne nenne. Und dann so.